kommen wir aber zu einem Thema, was ein Problem darstellt. Obwohl das kein Problem darstellen soll. Ramadan Beginn und Ramadan Ende. Erstens grundsätzlich, wann beginnt Ramadan und wann endet Ramadan? Ramadan beginnt mit der Sichtung des Neumondes des Ramadan-Monats. Guckt mal, mit der Sichtung des Neumondes. Und wann endet Ramadan? Mit der Sichtung des Neumondes von Schawal. Gut? So, jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema Sichtung des Neumondes. Das heißt, Ramadan beginnt nicht mit dem Neumond, wie das astronomisch berechnet werden kann, sondern mit der Sichtung, und deshalb sagen wir eigentlich nicht Neumond, sondern Hilal. Denn wenn Neumond gesichtet werden kann, bezeichnen wir Hilal als Hilal. Und deshalb ist Beginn von Ramadan beginnt mit der Sichtung des Hilal. Wann kann man Hilal sichten vom Mond? Wir können Hilal sichten, oder es entsteht Hilal, das ist so eine Sichel. Wann entsteht sie? Wenn so viele Sonnenstrahlen auf den Mond sind, die in etwa 5% der Fläche des Mondes bedecken, damit man am Ende so wie ein Haar sehen kann mit bloßen Augen. Das ist dann, also das, was wir an diese Sichel, die zum ersten Mal sichtbar wird, das nennt man Hilal. Aber Neumond war viele Stunden vorher. Deshalb, wenn wir astronomisch Neumond berechnen, es ist in der Regel, wir können sogar heute sagen, circa 20 Stunden da gewesen, Neumond, bevor wir es mit bloßen Augen als Hilal sehen können. Und deshalb, Muslime also können nicht Neumond berechnen nach den astronomischen Berechnungen. Wieso? Natürlich kann ich in der Astronomie dir sagen, ganz klar, in der Sekunde, wann ich Neumond habe und wann ich Neumond vom nächsten Monat habe. Aber das ist für die Ibadah, für Fasten, unwichtig, dass ich diese astronomische kenne, Information, sondern ich brauche den Hilal. Also, wenn Neumond sichtbar wird, dann habe ich den Hilal, dann beginnt Fasten. So, was bedeutet dies? Nehmen wir an, dass wir heute zum Beispiel nach Hilal Ausschau halten wollen. Ja? Und ich habe eine Information, die mir sagt, astronomischer Neumond wird sein heute um 13 Uhr. Okay? Gut, wann habe ich Sonnenuntergang? Nehmen wir an, um 18 Uhr. Zwischen 13 und 18 Uhr, wie viele Stunden? 5 Stunden. Okay? Gut. Wir wissen, nach 5 Stunden kann ich auf keinen Fall Hilal sehen. Die kürzeste Zeit, die man hat, dass man Hilal gesehen hat, liegt in etwa bei 15 Stunden bis 17 Stunden. Und das war früher, bevor wir diese Umweltverschmutzung hatten. Und deshalb heute geht man mindestens wirklich, je nach Ort, von 20 bis 35 Stunden, bis man da sehen kann. Nach astronomischem Neumond. Und deshalb, in der Regel, was macht man, wenn Fachleute da sind? Sie müssen den Neumond sehen nach Sonnenuntergang. Wieso nach Sonnenuntergang? Weil sie vor Sonnenuntergang nicht sehen können. Wieso? Es ist so schwach und es ist hell. Wie kannst du sehen?
Also du musst, damit du Neumond sichten kannst, muss es nach Sonnenuntergang sein. Dann ist es dunkel und dann die Leute wissen ganz genau da, wo wir beobachten sollen und dann schauen sie, ob sie es sehen können. Wenn sie es sehen, dann sagen sie, gut, morgen ist, nicht morgen eigentlich, heute. Wieso? Weil der islamische Tag mit Sonnenuntergang beginnt. Anders als der Sonnentag. Der islamische Tag beginnt mit Sonnenuntergang und geht zu Ende mit Sonnenuntergang. Okay? Und deshalb, was machen wir? Wir sichten das gleich nach Sonnenuntergang. Wenn wir das sichten, dann hat Ramadan begonnen. Was machen wir zuerst? Beten, Tarawih. Wieso beten wir gleich Tarawih? Weil das ist jetzt der erste Tag Ramadan. Und dann kommt Fasten. Und im letzten Tag haben wir mit Fasten aufgehört. Dann kommt kein Tarawih danach. Weil nach Sonnenuntergang bin ich jetzt im nächsten Monat nicht mehr im Ramadan. Gut, kompliziert ist es nicht einfach. Man muss das nur verstehen, bitte. Man kann alles benutzen. Hauptsache, dass man sichtet. Auch mit diesen Hilfsmitteln musst du Auge benutzen. So ist das. Und deshalb heißt es am Ende, also wir müssen sichten. Gut. Jetzt gibt es zwei Methoden, wie man das rechnet. Es gibt manche Gelehrten, die sagen, du musst sichten. Also du schickst deine Leute, die versuchen zu sichten. Wenn sie gesichtet haben, sagen sie dann Bescheid. Wenn einer vertrauenswürdiger Mensch, dessen Zeugnis angenommen werden kann, sagt, dass er gesichtet hat, etc., nehmen wir an und fangen an mit Fasten. Und für Ende von Ramadan brauchen wir zwei. Okay, gut. Das ist eine Methode. Man sichtet, man hat gesehen, man beginnt. Eine andere Methode sagt, wir brauchen nicht zu sichten, sondern wir berechnen. Wir schauen mal, wann haben wir Neumond astronomisch. Dann addieren wir dazu die Stunden, die notwendig sind, damit man überhaupt Hilal sehen kann. 13, 15, 20 Stunden, das, was man addiert. Und dann schauen wir mal, wann beginnt das? Dann sagen wir, diese Zeit ist dann Fastenzeit. Also sie gehen nicht nach dem astronomischen Neumond, sondern nach der Möglichkeit der Sichtung. Sie wird berechnet. Und dann sagt man, gut, dann brauche ich nicht, weil ich weiß, das ist dann die Möglichkeit und dann fasten wir. Diese Möglichkeit, die erste Möglichkeit, praktiziert Saudi-Arabien. Sie ist ziemlich fehlerhaft. In den letzten 10 Jahren haben wir, glaube ich, 2 oder 3 Mal falsche Meldungen gehabt. Die zweite Art praktiziert insbesondere die Türkei. Mit dieser Berechnung im Voraus etc. Die ist richtiger als die erste. Aber es gibt eine Methode, wo die Gelehrten versuchen, beide Methoden zu berücksichtigen. Die wäre eigentlich die vernünftigste, wenn man sie praktizieren würde, ja? Und zwar allgemein. Was sagen sie? Sie sagen, wir sichten und berücksichtigen auch die Berechnung. Das heißt, wenn ich weiß, dass heute die Sichtung unmöglich ist und jemand kommt und sagt, er hat gesichtet, akzeptieren wir nicht seine Aussage. Aber wenn ich nach der Berechnung weiß, es ist möglich zu sichten, auch wenn gering, und jemand kommt und sagt, ich habe gesichtet, akzeptieren wir. Also hier versucht man Sichtung, aber die Annahme von Sichtung oder nicht zu verbinden mit der Berechnung. Okay? Das machen manche Institutionen, aber in der Regel keine Länder. Weil was geschieht heute? Heute geschieht Folgendes.
Saudi-Arabien erklärt, dass es morgen Ramadan ist. Sehr viele arabische Staaten übernehmen diese Informationen und beginnen mit Fasten. Egal, ob es falsch oder richtig, weil Saudi-Arabien das erklärt hat. Dann gibt es andere Länder, die zum Beispiel nach dem Kalender vorgehen. Türkei und dann alle türkischen Republiken und Balkanländer und so weiter. Und dann gibt es Institutionen, die da und da rumschreien, niemand hört auf sie. Und es gibt meiner Meinung nach oder meines Wissens nach ein einziges Land, was Monat für Monat, Beginn und Ende des Monats sichtet. Das ist Marokko. Weil normalerweise Saudi-Arabien, sie sichten nur Beginn von Ramadan, Ende von Ramadan und Beginn von Hajj, von Dhul-Hijja. Ansonsten gehen sie nach Berechnungen. Sie haben ja einen Kalender. Sie sichten nicht jeden Monat. Wer sichtet jeden Monat, und zwar mit offiziellen Auftrag des Staates? Marokko. Und ich habe von manchen gehört, dass Pakistan das auch tut. Aber ich bin es mir nicht sicher. Nur bei Marokko bin ich mir sicher. Okay? Nur wie gesagt, wenn wir nach der Sichtung von Marokko vorgehen, was bedeutet dies? Dass, weil es kann sein, dass es in Marokko heute nicht gesichtet werden kann, aber woanders gesichtet werden kann. Das heißt, wir müssen dann die lokale Sichtung von Marokko annehmen. Weil, wenn heute zum Beispiel in Marokko gesichtet werden kann, bedeutet nicht, dass es nicht gestern woanders möglich hätte man sehen können. Ja, das ist das Problem. Das ist jetzt wiederum ein anderes Problem, ob wir vor Ort sichten sollen oder ob wir, also sogenannte lokale oder globale Sichtung. Die Fiqh-Schulen sind unterschiedlicher Meinung. Zum Beispiel Imam Abu Hanifa sagt, es gilt eine globale Sichtung. Egal wo die Muslime das gesichtet haben und sagen, und die anderen Muslime erfahren davon, dann fangen sie alle an mit dem Fasten. Imam Shafi'i sagt, nein. Es gibt lokale Sichtung. Jede Gruppe von Menschen, die in einem abgegrenzten Gebiet lebt, müssen selbst sichten. Und für sie ist dann das Fasten Pflicht, wenn sie gesichtet haben. Also wir sehen hier diese vielen Möglichkeiten. Ob wir lokale oder globale Sichtung berücksichtigen wollen und ob wir sichten, berechnen oder sichten und berechnen, wie viele Möglichkeiten haben wir, das alles führt zu diesem Chaos, was wir haben jedes Jahr. Und die islamischen Staaten, weil sie das auch sehr politisch ausnutzen, leider, haben sich noch nicht einigen können heute auf etwas, was sie umsetzen können. Einmal haben sie versucht, das in Istanbul, 78 glaube ich, und sie haben sich geeinigt auf Berechnungen, so nach Hilal, nicht nach Astronomie etc. Und dann haben sie es nicht umgesetzt, obwohl alle damals zugestimmt haben. Darunter auch Saudi-Arabien. Und dann haben wir natürlich ein Land, was astronomische Sichtung bzw. Berechnung nur akzeptiert. Was wäre dieses Land eurer Meinung nach? Nein, Libyen. Gaddafi erfindet einen anderen Fiqh für sich. Der Koran spricht von Hilal und er geht nach Neumond, nach der Astronomie. Und deshalb beginnt er immer anders als alle Leute und endet immer anders als alle Leute.